Vielleicht lässt sich dieses Rätsel lösen, sobald wir mehr Zellen und Kerne von Cigarde zusammen haben. Aber jetzt heißt es erstmal Abschied nehmen. Au revoir! Okay, können wir das hier erforschen? Was möchtest du tun? Syntheseaufspaltung. Oh, können wir jetzt einen Zygarde endlich züchten? Ja, ich weiß, was Synthese und Aufspaltung ist, wurde mir gerade ausführlich erklärt. Wird man Synthese machen? Wähle eine Art der Synthese aus. Zygarde und Zygarde-Würfel? Nur Zygarde-Würfel? Was bedeutet Art der Synthese? Ich würde mal sagen, nur Zygarde-Würfel. Aus dem Kern und den Zellen in deinem Zygarde-Würfel wird ein neues Zygarde synthetisiert. 10 Bausteine im Zygarde-Würfel werden dazu genutzt, mein 10% Zygarde zu synthetisieren. Möchtest du fortfahren? Ja, auf geht's. Oha, es leuchtet. Die Synthese hat ein völlig neues Zygarde entstehen lassen. Ein 10% Zygarde. Na, ein 100% Zygarde wäre bestimmt lustiger, aber ich nehme auch für den Übergang mal ein 10% Zygarde. Das Zygarde hat sich in einen Pokéball begeben. Ein Hund Zygarde. Für das Zygarde wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Zygarde. Registriert. Möchtest du Zygarde einen Spitznamen geben? Ein königlicherer Name als Rex ist mir jetzt nicht eingefallen. Ja, schicken wir es erstmal in die Box und dann gucken wir nach. Gucken wir dann später nach, mit wem wir es aus dem Team austauschen können. In eine PC-Box mit dir. Okay. Das hätten wir. Und da haben wir wieder was Schönes erlebt. Ja, aber wo geht's jetzt zu Team Skull? Ulla Ulla Blumenmeer. Okay. Das ist doch wieder ein Zygarde-Würfel. Okay. Können wir uns bald einen 20% Zygarde-Würfel machen? Oder gar irgendwann ein 100er? Denk mal utopisch. Okay, ein Blumenmädchen, fordern wir es heraus. Tänzerin Nadine fordert dich heraus. Koriogel. Nur ein Pokémon, nur ein Koriogel. Finde ich ja fast schon schade. Na gut, erledigen wir es. Gibt es hier eine Ohrfeige für mein Lea? Hey, niemand ohrfeigt mein Lea. Dafür wirst du totgebissen. Ich beiß dem Vogel den Kopf ab. Nicht mit mir. Niemand ohrfeigt meine Lea. Was hat sich selbst geheilt? Na, sowas habe ich noch gar nicht gesehen. Bist du verwirrt? Und weil du einen Vogel siehst, der sich selbst heilen kann. Ja, wäre ich auch. Wenn ich so einen roten Vogel in der Landschaft sehen würde, der sich selbst synthetisiert. Okidoki.
kommt zurück leer. Da kommt mein John. Der regelt das. Mal wieder die Superattacke Dark Lariat einsetzen. Gut, das ist aber nicht Dark Lariat. Hoppla. Naja, hat auch gebracht. Hat auch was gebracht. Aber jetzt. Dark Lariat war schon immer eine gute Attacke. Hat schon immer was gebracht. Los geht's. Das war's mit dem Choreogel. Level 41. Ben erreicht Level 34. Wow. Stetiger Anstieg von Leveln. So, 1, 2 und schwupp. Bitterkurs wurde vergessen und Ladungsstoß erlernt. Lukas erreicht ein neues Level. Schlitzer. Darfst du lernen. Vergisst du Mimikry dadurch, dafür. Schlitzer. Passt doch zu Lukas. Robin erreicht Level 33. Oh, heute ein heftiger Levelzufuhr. Nadine wurde besiegt. Ach, Mello. Bei meinem Tanzwettbewerb würde ich aber nicht verlieren. Das sage ich dir. Schlangenfluss gewinnt 1360 Pokédollar und geht siegreich aus diesem Kampf gegen Nadine, die Blumenfee, hervor. Joa, das hätten wir. Item her. Wiederball. Okay. Und damit kann man Pokémon fangen, die man schon gefangen hat. Na, wieder. Kann man Pokémon wieder fangen. Okay, hier scheint es nichts zu geben. Und weiter voran. Route 17. Eine Polizeiwache. Vielleicht kann ich dort Team Skull mal melden. Mauzis. Mauz, miau. Mauz. Mauz, Mauz. Wer von euch ist das Chef Mauzi? Wer ist das Poliz? Mauz. Wer führt hier die Wache? Mautz! Würde mich gar nicht mehr wundern. Mautz! Eine Wache voller Mautzi. Mautz, Mautz! Bei dem Spiel. Ach ja, kann ich euch mal was zeigen, was dazu passt? Da bewacht ein Mautzi einen Team Skull-Typ. Letztens mal den Pokédex durchgelesen. Ja. Sowas macht man mal ab und zu. Und so Stufen zu, von Lady war zu Lilian, von Weber zu Ariados, die Entwicklung von Pichu zu Pikachu zu Raichu, von Gengar. Schöne Dicta-Entwicklung hier in der Alola-Form. Auch wunderschön. Doch was zum Geier ist das? Ist das eine Entwicklungsstufe? Das sieht aus wie eine Entwicklungsstufe. Taurus entwickelt sich zu Miltank. Wie kann das sein? Wie kann sich Taurus zu Miltank entwickeln? Wie geht's denn das? Ist das eine Fehl... Ist da passiert? Ist Miltank die Weiterentwicklung von Taurus? Entwickelte Pokémon, die Mutter irgendwie ist von dem vorentwickelten Pokémon. Stell dir mal vor, so ein Miltank kriegt so ein Kind. Oh, ich will mir das gar nicht. Oh, kommt dann so ein 50 mal 50 cm breites Miltank, so ein 1,80 großes Teil. Oh, wie geht denn das? Wie geht das? Ah. Gehabt. Eine kleine schockierende Sache. Ich bin ja eigentlich total schwach und habe bei Kämpfen keine Chance. Aber als Mitglied von dem Skull mach mich deshalb zum Glück keiner dumm von der Seite an. Also muss ich auch gar nicht stark sein. Okay, alles klar. Mach dich keiner von der Seite an. Mautz! Joa,
Och, ein Team Skull-Typ. Natürlich. Sieht so aus, als ob es gleich zum... Sieht so aus, als ob es gleich zum Hauptquartier ging. So. Ernsthaft. Nur ein Pokémon. Molnuk. Molunk. Ja, Moluk. Kennen wir schon aus einer Inselprüfung. Dürfte jetzt keine große Mühe sein. Ja, vergifte mich. Du bist ganz cool. Hast du mein Lea vergiftet? Jetzt Finte oben drauf. So, das ist gleich geschafft. Das ist es. Nicht das Ding. Kriegen wir auch noch hin. So. Da haben wir den ollen Moluk besiegt. Da sieht man selbst. Und da sieht man es, selbst wenn man voll ernst bei der Sache ist, gibt es gar keine Garantie für positives Resultat. Ja, bei Team Skull sowieso nicht. Noch ein Team Skull-Rüpel. Ach was, sieht ihr schon im Hintergrund, da sind wir bald da. Ja, hier soll es öfters zu Team Skull Herausforderungen kommen. Ah, zwei Pokémon. Anforderungsbereich 2. Das sollten wir aber auch hinkriegen. Ein Ratzfatz. Och, wie süß. Ich versuche mal einen Sternschauer. Ja. Steht ja effektiv drunter. Och, wie süß. Das Ding kann zuschlagen. Das beißt. Aber damit habt ihr nicht gerechnet. Ich setze einen Hypertrank rein. Zack. Resukotecke. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut. Ein Kratzfurie. Das war geregelt. So, her damit. Ist die Weiterentwicklung. Super. Man soll mich auch nicht davon ausfalten. Oh, ja. Yeah. Ist wohl ein bisschen stärker. Ist die Vorentwicklung. Stärker heißt nicht. Stärker heißt nicht stark. Mein Mauzi. Ach komm, ich verwechsel. Ich bin immer noch bei Mauzi. Mein Lea. Scheint vielleicht nicht damit klarzukommen, aber. Gibt ja immer noch John. Der regelt das Ganze. Der macht das radikal. Wie radikal auch seine Handlungen noch sein sollen. Platt mit einem Feuerzahn. Biss. Okay, Nitro-Ladung. Zack. Okay, fast fertig. Das soll mich jetzt auch nicht abhalten. So,
durften wir noch mal trainieren für den Bosskampf mit Team Skullboss, den wir schon mal im Blumengarten getroffen haben, soweit ich weiß. Was ein Reinfall, da habe ich ja echt versagt. Du warst einfach eine Spur zu krass für mich. Tja, ich bin halt ein krasser Typ. So, da rein geht's. Na, willst du etwa bei Team Skull mitmachen? Warte mal, das ist doch so ein Sätring. Was geht ab? Bist du auf Inselwanderschaft oder was? Oder warte, jetzt hab ich's geschnallt. Du willst uns doch nur dessen, weil wir die Inselwanderschaft hingeschmissen haben. Du glaubst doch nicht etwa, du kannst hier einfach so aufkreuzen und zu uns runter machen. Natürlich. Noch ein paar Pokémon von Team Skull. Jetzt wäre es noch nicht genug. Oh, zwei Pokémon. Bleibt es bei der Herausforderungsstufe. Traumato und Apollo. Okay. Das kriegen wir hin. Es fängt an zu regnen. Okay. Von mir aus soll es regnen. Da Klariat auf Traumato und Donnerschock auf Apollo. Sollte erstmal gehen. Zack. Okay. Jetzt nicht das Effektivste. Nein! Und Ben. Nicht. Ich weiß, jetzt kämpfe ich mit. Eigentlich müsste ich jetzt mit Lea und Dings kämpfen, aber Lea ist schon K.O. gegangen. Dann würde jetzt mal gehen. Oh ja, Apollo kriegen wir auch noch hin. Und da Klariat auf Apollo. Pikachu kann mal vorlegen mit Donnerschock. Ben setzt Donnerschock ein. Hast du mutig mitgekämpft, Ben? So. Apollo kann nicht angreifen und John gibt es mit Dark Lariat dem Apollo den Rest. Kaboom! Ja. Wer das Tier weht. Aha, du bist so viel krasser drauf als ich. Da kann ich nur noch lachen. Boah, du, dieses Inselwanderling scheint dir ja echt gut zu sein. Starke Trainer kann ich nicht ab. Nur weil du uns besiegt hast, lassen wir dich noch lange nicht hier durch. Okay. Hey, Junge. Ein Polizist? Du siehst so aus, als wolltest du hier rein. Bist du dir ganz sicher? Bereite dich lieber gut vor, denn hier hinter dieser Tür wartet Team Skull auf dich. Wer durch diese Pforten schreitet, tritt ihnen bei oder fordert sie heraus. Hast du dir das gut überlegt? Ja, das habe ich. Du wirst schon wissen, was du tust. Jeder von uns hat doch seine Gründe. Hier, ich öffne dir die Tür. Und keine Sorge, du solltest du es nicht schaffen, werde ich deiner Familie Blumen schicken. Das ist nett. Aber ich werde es schaffen. Keine Sorge. Oh, für Team Skull ist das aber ein ganz schöner Aufwand an Animation. Yo, check mal diese Pfeife da aus, Bro. What's up? Der stürzt uns voll in unserem Flow. Lass uns den Knirps im Regen stehen. Lass den Knirps im Regen stehen. Wir haben schließlich unsere Ballade. Ich meine natürlich Barrikade. Willst du jetzt extra aus dem Weg räumen, um diesen Bike überzuziehen? Da hast recht, Alter. Mach die Wege, du Flieger. Solange
du keinen Schleichweg findest, kannst du da draußen gerne versauern.